motif, tout nous nous rassembler, nous tout nous avons trouvé, qui maille nous pour commencer. Wir haben uns heute ein Auto gemietet, machen eine Landtour. Leider hat es schon den ganzen Morgen geschüttet aus Eimern und überall hängen die Wolken. Aber nichtsdestotrotz, die Natur ist super schön. Ein Blick in die Bucht Taiohae, wo da unten die Limelight liegt. Wir sind bei einer Kultstätte. Das ist ein Dicky. Davon gibt es hier einige. Das ist ein neuer Dicky mit der Annette. Es sind schon seltsame Figuren. Man könnte meinen, dass das irgendwie mal Außerirdische waren, die hierher gekommen sind. Und eigentlich sieht das gruselig aus. Was auffällt, ist auch, dass hier die Genitalien immer sehr deutlich angedeutet sind. Unter uns liegt HTI Heu, da waren wir auch schon mit der Limelight. Herrliche Bergformationen hier. Und diesmal sind wir mit einem richtigen Auto unterwegs. Leider hat das keine Federung. Aber wir kommen hoffentlich überall hin damit. Wir haben schon vor Jahren die Polynesier gewohnt und ihre Häuser hier gehabt. Guckt euch diesen Baum an. Und daneben, da steht die kleine Annette. Guck mal da steht die Annette. Boah, das ist ja gigantisch. Der Wahnsinn. Erstaunlich, was die früher alles schon so gebaut haben. Die Nordküste von Nuku'iwa. Wesentlich trockener als da, wo die Wolken hängen bleiben. Und überall Kokospalmen, weil die ja hier von der Kobra leben und die ernten die Kokosnüsse. Oh, hey, du, die hata, hata. Die offizielle Straße nach Pua ist gesperrt. Jetzt versuchen wir es hier lang. Auf Anfrage bei einem Bewohner hier soll es hier auch lang gehen.
Landes Lieblingsstraße. Wir sind wieder in Pua und haben gerade ein Filet gekriegt, Schweinefilet, selbst geschossen und ganz viele Früchte wieder. Und das haben wir jetzt getauscht. Oh, jetzt. Das ist irre. Total irre. Haben wir getauscht gegen. Oh, Grande. Merci. No, Citron. Citron? Ja. Ah. No, ja. Das ist Pomme de Canela. Zuckersüß. Super lecker. Vom Dschungel zum Desert. Wahnsinnsgrün hier. Als hätte das jemand ausgesät, den Rasen. Nee, das wird hier kurz gehalten, ne? Ja. So, die Annette, die setzt sich gleich drauf und reitet den Gaul. Ja, bestimmt. Ha? Und das Kleine kommt immer mit. Na, du Süßer. Oder Süße. Am 2. Juni ersetzen wir unsere Unterwanten. Mittlerweile sind hier 3, 4 schon weggebrochen. Jetzt hoffen wir auch, dass die Gewinde passen. Ah, super, ich bin begeistert. Gewinde passt. Okay. Was? Nachziehen. Jetzt mal hier unten das Band lösen. Das habe ich da festgebunden. Okay, dann hier unten den roten lösen. Okay, noch ein bisschen ziehen. Thank you.
man da den Flaschenzug fest. Ich lasse das dann einfach fallen, ja? Okay, und dann kann es runtergehen. Oh, das bin ich so schnell! Wenn ich freien Fall haben wollte, wäre ich falsch umgesprungen. Dankeschön. Die Annette ist verhandelt für unser Essen. Heute gibt es frittierte Brotfrucht. Die wir in Pua geschenkt bekommen haben. Und übrigens, das Filet war gar kein Filet, sondern es war Leber. Aber der Nette hat das super gemacht, es war total lecker. 4. Juni. Leider habe ich kein Acryl bekommen, muss also jetzt hier mein altes da vorne wieder draufkleben, in der Hoffnung, dass es dann dicht ist. Und dann müssen wir irgendwo mal in Papete versuchen, ein neues Teil zu bekommen. Wieder eingeklebt. Also ich würde sagen, das sieht dicht aus. Dann warten wir mal den nächsten Regenschauer ab, aber der kann noch ein bisschen auf sich warten lassen, weil es muss erst trocknen. Das wird Annettes neue Baumschule hier auf der Limelight. Also das eine ist eine rote Beete und das andere ist eine was? Petersilienwurzel. Ah, und das wird jetzt hier gezüchtet, damit wir auch immer was zu essen haben. Sehr gut. Mit Erde von Nukuhiva. Heute ist wieder mal eine Gipfelbesteigung angesagt. Jetzt geht es da auch ziemlich steil hoch. Ich dachte, es bewölkt und regnet. Aber hier sieht es nicht so aus, als ob hier überhaupt was runtergekommen ist. Oben angekommen. Super Blick in die Bucht. Aber wie immer hängen da hinten an den Bergen die Regenwolken. Und hier ist es kurz trocken. Das da abmachen und dann saugt man das aus und beißt so richtig rein.
Jetzt beißt man das und sabbert. Bald hier. Und alles läuft durch die Gegend, also in die Schüssel. Das war der polynesische Gruß, hallo, wenn man die rechte Augenbraue hochzieht. Haben heute Besuch an Bord. Hello, hello. Und zwar ist die Elisa. Und Elisa aus Berlin. Aus Berlin. Und die hier. Elisa, die ist ganz alleine hier. Die ja. passt jetzt einen Monat auf das Schiff auf. Zweieinhalb Monate. Zweieinhalb Monate. Ein Spaß. Also dann willst du vielleicht noch öfter mal hier sein. Ja. Leider ein neues Problem. Der Propeller geht durch. Also hier diese Gummimuffe, die ist irgendwie lose. Und jetzt dreht der Propeller sich so auf der Welle, ohne dass wir noch Vortrieb haben. Mist. Und ich habe natürlich nur einen Ersatzpropeller von unserem alten 5 PS Tohatsu. Ich glaube, der passt drauf, aber der hat natürlich ganz andere Propellersteigungen und Größen. Nur mal schauen, ob das funktioniert. Der Propeller passt leider nicht drauf, da er hier eine andere Form hat. Also, ich kriege ihn nicht ganz drauf geschoben und somit wird das nichts. Also müssen wir uns was anderes überlegen. Es dauert bis zu 10 Tage, bis ein neuer Propeller hier ist. Deswegen habe ich mir jetzt erstmal eine Notfallreparatur einfallen lassen. Besser gesagt, ich habe auch einen Tipp von Facebook bekommen. Sehr gut, Dankeschön. Und jetzt habe ich hier Löcher reingebohrt, 3 Stück, ein Gewinde reingeschnitten und an 2 Stellen habe ich eine Madenschraube reingesetzt, weil ich keine dritte mehr hatte. Und jetzt die dritte habe ich hier. Ich weiß, das ist nicht gut, weil das eine Unwucht gibt. Aber jetzt versuche ich nochmal, da eine dritte Madenschraube zu organisieren. Aber das sollte jetzt erstmal funktionieren. Heute am 6. Juni ist die Fridolin hier auf Nukuhiva angekommen. Ich habe sie mit ihrem Segel gemacht. Da sind sie! Schmeiß sie jetzt nicht rein. Ich schmeiß sie nicht rein. Sonst wäre nett. Ich hoffe. Nein, nicht rein. Ja, yo. Da sind sie! Ja. Herzlich willkommen! Ja. Lange hat es gedauert. Hallo, willkommen! Ein bisschen hat es gedauert, ne? Oh, schön. Oh, wunderbar. Alles abgefahren. Die andere ist leider, die schwimmt. Die schwimmt. Die schwimmt. Super. Ja, und dann holst du vielleicht ein paar Gläschen. Oh. Dann können wir auf auf eure Ankunft anstoßen. Ja, das machen wir. Super. Danke, danke, danke.